Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir uns mit verschiedensten Chars farmen können und zwar habe ich das mittlerweile einmal bekommen. Wir haben hier den Ebenschreiterträger und das ist ein Mount, das wir uns von den Jagden besorgen können. Ich habe jetzt eben gesagt mit verschiedenen Chars, ihr könnt das mit irgendwelchen in Anführungszeichen Low Chars farmen und zwar auch mit Stufe 60er Chars. Wie funktioniert das? Das Mount kriegen wir prinzipiell aus einer Belohnungskiste raus und zwar schimpft sich die Beute der großen Jagd. Wo kriegen wir die Beute der großen Jagd her? Und zwar sehen wir auf unserer Map einmal hier ein Horn, das schimpft sich die große Jagd und die könnt ihr einmal pro Woche abschließen, um einen epischen Beutel zu kriegen. Wenn ihr die nochmal abschließt, kriegt ihr einen blauen. Beim dritten Mal gibt es einen grünen Beutel und danach könnt ihr die so oft machen, wie ihr wollt und kriegt halt einen weißen Beutel. Das Mount kann nur aus diesem epischen Beutel rauskommen. Bedeutet für uns, wir können das pro Char und Woche nur einmal machen. Das hat eine 3%ige Drop-Chance, heißt jetzt nicht so ganz wirklich hoch. Bedeutet, wenn ihr viele Twink-Chars habt, könnt ihr das mit vielen Chars farmen. Die Chars müssen nicht in den Dracheninseln irgendwas gequestet haben, sondern ihr müsst nur die Jagd freigeschalten haben. Wie schaltet ihr die Jagd frei? Ihr braucht dafür bei den Zentauren der Maruk eine Ruhmstufe von 5. So, ihr seht, ich bin mit dem Char nicht 5, ich habe aber trotzdem die Jagden auf der Map. Warum ist das so? Ich habe mit dem Main, den haben wir hier drüben, habe ich die Zentaurin auf 25, ist aber egal, man braucht nur 5. Und dieses Ding hier, seht ihr, steht dran, Ruf der Jagd. Account-Freischaltung. Also ihr kriegt das, wenn ihr es mit einem Char habt, auf allen Chars auf dem Account. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ihr es mit einem Level 1 Char machen könnt. Ich bezweifle das jetzt mal. Aber mit Stufe 60 Chars geht es auf jeden Fall. Heißt, mit jedem Char, der Stufe 60 ist, das kann ich euch versichern, kriegt ihr dann, sobald ihr mit dem Main die Kampagne durchgespielt habt, das Portal in Tal Drassos und dann macht ihr einfach alles. Quasi das Einzige, was ihr machen müsst, ihr loggt ein, nehmt das Portal nach Tal Drassos, fliegt dahin, wo das Horn ist, stellt euch in die Jagd rein, macht die Jagd mit oder queut euch in der Gruppe. Jetzt werde ich gerade von dem Nashorn verdroschen, da hauen wir jetzt lieber mal ab. Queut euch quasi rein, macht eine Jagd mit, kriegt einen Beutel, macht den auf, Mount ist drin oder nicht und dann lockt ihr auf den nächsten Char weiter. Ich habe etwa 15 bis 20 Chars durchgelockt und hatte dann dementsprechend das Mount. Mehr ist es tatsächlich nicht. So als kleine Information, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt wie ich irgendwelche gammel-equippten Chars habt, dann macht es durchaus Sinn, ins Tool zu gehen. Und zwar könnt ihr einmal hier reingehen, organisierte Gruppen, Benutzer definiert und dann hier gibt ihr einfach ein Hand. Da sind x Gruppen drin, wo dann ja bis zu 40 Leuten mitspielen. Da könnt ihr euch einfach mit reinstellen. Theoretisch müsst ihr dann nicht mehr was machen. Ihr müsst nämlich nur im Gebiet stehen und kriegt den Beutel. Aber ihr könnt natürlich auch mitspielen. Und dann habt ihr dieses schicke Mount nach X-Tries. Ich habe einen Haufen Level 60er Chars rumliegen, glaube ich sogar über 100. Also für mich war das jetzt nicht das Problem. Wenn ihr nur ein paar habt, ist auch nicht schlimm. Dann dauert es halt vielleicht 2, 3 Wochen, bis ihr dann dementsprechend auch das Mount euer eigen nennen könnt. Dann schauen wir es uns jetzt am Ende noch an. Wo haben wir es? Da haben wir es. Das ist hier so ein Mammut-Mount. Sieht sogar ganz cool aus. Ah, ich hätte gedacht, das ist größer, wenn ich ehrlich gesagt ehrlich bin. Greift mir jetzt schon wieder was an. Jetzt läuft mir so ein dummer Biber hinterher. Warte, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen abhauen, weil der Char hat absolutes Missgear und ich will jetzt hier nicht verdroschen werden. Dann kann ich es euch vielleicht zeigen. Vielleicht hätte ich mich jetzt hier nicht hinstellen sollen. So, hier können wir das machen. Sieht echt cool aus, muss ich sagen. Es hat was. Es läuft aber ein bisschen witzig. Es wackelt so hin und her. Okay, jetzt schauen wir mal kurz. Mount Special. Okay, das kennen wir von den Elec-Mounts auch. Nichts Besonderes. Den Sound habe ich jetzt hier leider nicht an. Hat aber gute Texturen. Schaut nicht schlecht aus. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Tipp zu den Jagden. Bei denen ist es übrigens so, dass die alle 2 Stunden switchen. Also 2 Stunden sind sie im ersten Gebiet, im zweiten, dritten, vierten. Und innerhalb von dem Gebiet, solange sie ab sind, switchen die auch immer die Positionen, wenn quasi die 6 Aufgaben abgeschlossen worden sind. Immer nach den 6 Aufgaben kriegt ihr quasi euren Beutel. Beim ersten Mal, wie gesagt, episch, beim zweiten Mal blau, beim dritten Mal grün und dann halt immer weiß. Aber fürs Mount wollt ihr nur den epischen Beutel haben und dann quasi auf den nächsten Twink locken. Dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, also es ist immer dann an anderen Stellen. Gut, das sind soweit die Informationen, die ich euch fürs Mount geben kann. Laut WoW Head aktuell großer Beutel. Der Jagd hat eine Dropchance von 3%. Das kann natürlich noch ändern, also sich ändern, weil jetzt aktuell nur
knapp 1000 Versuche drin sind, umso größer die Datenmenge ist, umso genauer wird natürlich die Prozentsatzzahl und dementsprechend kann das vielleicht nur nach oben oder nach unten ein bisschen sich abwandeln. Aber so im Rahmen von 3% sollte sich das bewegen. Gut, das war es jetzt, was ich euch zeigen wollte zum Mount. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.